Arsches, ich kenne ihn irgendwoher. Er hört sich arschig an. Badum, tsch, ausgetrickst mit Fledermaus. Nein, nein, nein! Mini-Gegner! Die pust dich tot! Hier, pust! Und hier, Azrael, knüppelt sie! Knüppelt sie, Azrael! Azrael, irgendwoher kommt der mir der Name bekannt vor. Ich glaube, das war irgendwo ein Katzenname, ne? Oder eine Krähe? Gott, irgendein schwarzes Magisches. So eine schwarze Katze oder sowas. Keine Ahnung. Azrael, Azrael, ich kenn's nicht mehr. Gut, den besiegen wir gerade. Ist ja ein leichter Gegner. Zack, und tot müsste sein. Nein, wir sind scheiße. Wir sind schlecht. Wir sind Boons. Wir sind Noobs. Wir sind und wie schlecht wir sind. Hallo? Wurde mein Level gerade auf 10 reduziert oder was? Kann auch nicht angehen. Oh, geheime Elfenpfad. Ja, das müsste er sein. Der geheime Elfenpfad. Huhuhu. Wie geheim ist das denn? Neue Pilze, ich will sie nicht wissen. Sind wahrscheinlich nur andersfarbig. Also langweilig. Boah, war das geheim, ey. Wahrscheinlich, wenn. Ich weiß nicht, ich bin da vorher nicht hingegangen. Aber wahrscheinlich, wenn ich da vorher hingegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich immer im Kreis gelaufen. Also immer die gleiche Strecke und die wiederholt sich dann immer weiter. Oh, schön. Schöner Wald. Schöne Musik. Und hier sind die Elfen, Leute. Wir sind bei den Elfen. Ihr seid Fremde. Bitte geht. Ich bin ja von ihrer Gastfreundlichkeit geradezu überwältigt. So. Können wir schon was kaufen? Ich werde euch keine Techniken verkaufen. Genau, die Elfen mögen uns nicht. Was für Rassisten. So, nee, Item bringt ja gar nichts. Wir können ja nichts kaufen. Dann müssen wir uns mal ein bisschen mit den Elfen anfreunden. Hallo, ich bin Sorata. Fremde sind hier nicht gern gesehen. Bitte verlass den Ort. Ja, aber Sorata, du kannst nie Freundschaften knüpfen, kann das sein? Gott. Und kommt doch nicht auf einen zu und sagt, hallo, ich bin Sorata. Oh nein, schon wieder magisch versiegelt. Ich hasse es. Mein Gott. Yeah, Glitzer, Glitzer. Magiesamen. Obwohl, habe ich noch Samen? Ich habe viele Samen, oder? Lebenssamen, Magiesamen, zwei. Okay, dann müssen wir dann mal gerade ein bisschen erhöhen. So, Azrael, du hast es am nötigsten. So. Magie kriegen beide, sowohl Yogo als auch Azrael. Oh nein, hier können wir nicht lang, weil... Oh Gott. Ja, natürlich. Ich habe das Spiel gehackt. Ich kann durch Bäume laufen, aber nicht durch Häuser. Ist ja merkwürdig, die eigentlich vollkommen höher sind als wir. Aber trotzdem können wir nicht durchlaufen. Sehr merkwürdig. Nicht wahr? Okay. Bitte verlassen den Ort. Ja, okay. Aber wir verlassen ihn auf der anderen Seite. Da. Das ist das Haus der Jäger. Euch ist es nicht gestattet, dieses Haus zu betreten. Tja, das wollen wir doch mal sehen. Tada, wir sind drin. Ha, was ist uns nicht gestattet, hä? Wer seid ihr? Wieso erdreistet ihr euch, dieses Gebäude zu betreten? So. Jetzt kommt eine kleine Krin-Ratestunde. Sie hat Fragezeichen als Namen. Und sie hat einen extra gemachten Profil. Nein, was heißt das? Charakterbild. Was wird sie wohl? Hä? Wir wurden vom König Roland hierher geschickt, um euch gegen Veras zu helfen. Diese Narren. Ich gebe zu, ihr seid nicht schwach, doch für diesen Gegner reicht eure Kraft nicht aus. Unterschätzt uns nicht. Nur weil wir keine Elfen sind, wir haben Vera schon einmal bekämpft und kennen ihre Tricks. Genau, wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die euch jetzt noch helfen können. Wenn ihr uns so misstraut, dann begleitet uns doch. Und bei Azrael, guckt euch mal die weißen Stellen an. Das soll ja das Gesicht darstellen. Das sieht immer so aus, als würde er so verschmitzt grinsen. So. Sarkastisch. Herausfordernd. Gut, ihr habt recht. Ich wollte ohnehin gerade zum Ort des Geschehens aufbrechen. Mein Name ist übrigens Miyuki. Miyuki, genau.
Gut, Miyuki, dann legen wir mal los. Wohin, wo soll das hingehen? Im Norden befinden sich die Ruinen von Hoak-i. Vera scheint sich dort zurückgezogen zu haben, doch es gibt ein Problem. Was für ein Problem? Die Ruinen von Hoak-i sind ein magischer Ort. Wir können nur zu viert dorthin. Einer von euch müsste demnach erstmal hier bleiben. Hier zurückbleiben. Nun, Miyuki, brauchen wir. Ach, wirklich? Yoko und ich dürfen auch nicht fehlen. Wer von euch beiden soll hier bleiben? Satoshi, Azrael. So leid es mir tut, Azrael, aber du bist so schwach. Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Auch wenn wir dich eigentlich hochleveln müssten damit. Aber du bleibst trotzdem hier. Gut, lass uns aufbrechen. Ja. Yeah. Miyuki hat sich dir angeschlossen. Guckt euch das an. Sie ist eine Jägerin, eine Elfenjägerin und 24. Sie ist also stärker als Azrael und um Längen besser. Denn sie kann Vita heilen und Vogelkiller. Zwar nur effektiv gegen Vögel, aber das heißt nur besonders effektiv gegen Vögel. Der arme Sayuki, er ist Miyukis kleiner Bruder und wurde bei einer Mission verletzt, als er versuchte, seine Schwester zu schützen. Nun macht sich Miyuki ständig Vorwürfe. Hallo, Miyuki ist im Team, die kann ich hören. Ich komme schon klar, kümmert euch um diese Hexe. Ja, ja, Azrael, macht ihr mal einen schönen Teeabend mit dem alten Herrn. Das scheint der Bruder zu sein. Er scheint im Koma zu liegen. Oder ist das Zauberei? Tja. Deshalb hat Miyuki auch ganz eigene Gründe, Veras zu besiegen. So, mit dem haben wir noch. Seid vorsichtig in Ruinen, dort ist es recht gefährlich. Keine Angst, Onkel, wir geben schon acht. Hier, und seit jetzt haben wir Miyuki, eine Elfe in dem Ding. Und deshalb, hier, ich hoffe, ihr könnt diesen Schrecken von im Norden ein Ende bereiten. Die Schatten des Bösen liegt, der Schatten des Bösen liegt schwer auf unseren Gemütern. Ja, wir sind jetzt zum Teil Elfe. Ja, zu einem Viertel sind wir Elfe. ja, und deshalb. Ach so, hier. Wir haben was besonders Tolles gefunden, was ich aber schon einmal gefunden habe. Was ich dann aber leider aufbrauchen musste. Wir haben Kraftsirup. Yeah. Ja, da kommt 500. 500. Das ist die Hälfte meines normalen LP inzwischen. Und wir kaufen uns wieder Gegenstände. Ganz viele Gegenstände brauchen wir. Wir brauchen einfach Gegenstände. Obwohl, stopp, wir haben nicht so genug Cent, wir haben 13.000. Wir kaufen uns, stopp, wir haben verfluchte Waffe, das reicht. Wir kaufen uns erst einmal Techniken. Das sind die wichtigsten, die kriegt man, muss man nur einmal kaufen. Die kriegt man auch nur einmal, nein. Kann man sich 10 mal kaufen, aber man kann sie nicht wieder verlieren. So, Düsternis, Sorata, Wasser, schade, das kann nur Azrael. Okay, das müssen wir später machen. Heilra, Miyuki, Paralysepfeil, Miyuki und den Stummpfeil, Miyuki. Und das können wirklich nur... okay. Oh, stopp. Kann Düsternis noch jemand? Okay, nein. Gut, dann haben wir doch noch genug Geld. Azrael kann mit seinen Wellen und Wasser und so, also das bringt uns jetzt eh nichts mehr. Also können wir auch gleich Gegenstände, also ich meine Waffen kaufen. Nur für Azrael nicht. Hahaha. Ich werde Waffen kaufen. Ja, okay. Magierstab. Ja, den kaufen wir. Ah, kaufen wir ihn für Azrael? Kaufen? Sollen wir? Egal. Ritterschwert erstmal. Soldatensäbel, Todesspeer. Ritterrüstung. Zweimal. Oh, verdammt. Okay. Brauchen wir noch einmal. Und das Ritterschild. So. Und verkaufen. Tun wir jetzt einfach mal nix. Genau. Tun wir einfach mal nix. Ritterschwert. Verflucht. Das tauschen wir ein. Okay, Helm, wir haben noch nichts Besseres. Wir kaufen uns die Ritterrüstung. Nee, kaufen, tragen jetzt die Ritterrüstung. Ach ja, Yoko kriegt die Ritterweste. Hat immer noch keinen Hut. Sie hat den luschigsten Helm, das ist überhaupt. Gott. Also. Ah, Mist. Was kann die eigentlich? Also, wirklich. Ritterrüstung, so, und ja, Miyuki. Der geben, nee, dem müssen wir gar nichts geben. Ist ja cool. Okay, verkaufen. Verfluchte Rüstung, zweimal. Yeah, wir kriegen wieder Geld.
verfluchte Schleife, verfluchte Weste. Und weil wir ja schlau sind, wir sind ja so schlau wie, kaufen wir noch eine Ritterweste für unseren Asrael. Weil der, klar, trägt immer das, was die Frauen tragen, das wissen wir ja schon. Da er ist ja Magier. Und ich weiß gar nicht, ob das was mit Magier zu tun hat. Vielleicht ist er einfach auch nur ein bisschen anders veranlagt, ne? Asrael?